Wir können beginnen. Im Namen der Regionalratsfraktion der Südtiroler Freiheit begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser heutigen Pressekonferenz zum Thema Reschenbahn. Der Ablauf heute wird folgender sein. Kollege Sven Knoll wird dieses Projekt im Detail vorstellen. Kollegin Arzt-Dammerle wird dann den touristischen Aspekt dieses Projektes detaillierter beleuchten. Und ich werde Ihnen dann zum Schluss noch den Beschlussantrag diesbezüglich, den wir im Regionalrat eingereicht haben, präsentieren. Zum Schluss sind Sie dann noch aufgerufen, Fragen zu stellen, sofern welche sind. Und wir beginnen gleich mit Kollegen Sven Knoll. Bitte schön. Ja, danke. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Sie sehen, wir sind auf die Bahn gekommen mit dem Zug von Landeck bis Malz über den Reschen. Das ist ein Projekt, das nicht neu ist. Das gibt es schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Die ersten Projekte gehen bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Es waren damals britische Kaufleute, die eine Bahnverbindung über den Reschen angedacht haben, um damit die Post aus den indischen Kolonien schneller nach Großbritannien bringen zu können. Also Sie sehen, es steckt viel Geschichte in diesem Projekt dahinter. Man hat auch begonnen, die Reschenbahn zu bauen. Ein Teil davon wurde ja bereits fertiggestellt, die Finchgau-Bahn von Meran bis Landeck, bis Malz, ist der erste Teil dieser Bahnverbindung bis nach Landeck, die ja 1906 auch fertiggestellt wurde. Man hat dann 1909 mit den weiteren Planungen und Bauarbeiten begonnen, ist dann aber ein bisschen in Verzug gekommen, weil ja gleichzeitig die Karwendelbahn gebaut wurde. Finanzmittel waren auch damals schon nicht allumschöpfend und man hat natürlich das Geld gezielt einsetzen müssen. Und dann, als man daran gehen wollte, nachdem die Karwendelbahn 1912 fertiggestellt war, die Reschenbahn fertig zu bauen, für die bereits Grundstücke abgelöst wurden, für die bereits es Baupläne gab, für die es bereits die Zustimmung aller Gemeinden entlang der Strecke von Malz bis nach Landeck gab, brach der Erste Weltkrieg aus. Da sind dann zunächst einmal alle Bauarbeiten zum Erliegen gekommen. Und dann gegen Ende des Ersten Weltkrieges war es das Militär, das darauf drängte, diese Reschenbahn fertig zu bauen, weil man erkannt hatte, dass die Brennerbahn nicht mehr in der Lage war, den Nachschub zur Ortlerfront zu garantieren. Diese Bahn hat sozusagen eine Kriegsbedeutung bekommen. Und interessantes Detail, die gesamte Baukommission, die gesamte Bauabteilung, die 1918 die Fleimsdalbahn fertiggestellt hat, ist mit ihrer ganzen Mannschaft im April 1918 sozusagen vom Fleimsdal nach Landeck gezogen und hat dort begonnen, die Reschenbahn zu bauen. Es wurde dann von April bis November 1918 auch an mehreren Bereichen zwischen Landeck und Dösens mit diesen Bauarbeiten begonnen. Es wurden Bahndämme errichtet, es wurden Brücken gebaut, es wurden beispielsweise Eisenbahntunnels gebaut, die alle heute noch existieren im oberen Gericht. Aber es war dann natürlich mit dem Ende des Ersten Weltkrieges auch ein Ende der Bauarbeiten der Reschenbahn vorgesehen. Italien wollte nach dem Ersten Weltkrieg auch keine weitere Eisenbahnverbindung zwischen Südtirol und dem Bundesland Tirol, das dann eben in Österreich lag, haben. Und so ist dieses Projekt eigentlich ein bisschen in Vergessenheit geraten, bis man gegen Ende des Zweiten Weltkrieges noch einmal aus militärischen Gründen eben andachte, diese Reschenbahn zu bauen. Aber auch das ist natürlich nicht umgesetzt worden. Eine letzte Initiative gab es noch einmal in den 50er Jahren, als das Kraftwerk in der Nähe der Bondlatzer Brücke gebaut wurde, als dort ein Staudamm errichtet wurde, wurde die DIVAG verpflichtet, die Bahndämme zu schützen, auch einen Tunnel, der dort begonnen wurde, zu bauen, zu schützen und bei einer eventuellen Fertigstellung die Mehrkosten für den Bau der Reschenbahn eben zu tragen. Aber auch das versandete dann, weil man natürlich in den 50er und 60er Jahren dem Automobil, dem Bus den Vorzug gab. Das war ja auch für viele andere Lokalbahnen in ganz Tirol sozusagen die Todesstunde. Erinnern wir uns an die Überätscherbahn, an die Taufererbahn, an die Grödnerbahn. All das sind Lokalbahnen, die im Grunde genommen dem Automobil zum Opfer gefallen sind. Und was wir heute sehen und erleben, ist eigentlich eine Renaissance dieser Lokalbahnen. Viele Gebiete wären heute froh, wenn diese Bahnen nicht eingestellt worden wären, wenn man diese Bahnen heute noch hätte. Man erkennt auch den großen touristischen Wert, der heute hinter solchen Bahnprojekten eben steht. Nehmen wir als Beispiel eben die Finchgau-Bahn her. Die Finchgau-Bahn hat jetzt nach über 10 Jahren nach der Wiederinbetriebnahme einen unglaublichen Erfolg zu verbuchen. Es sind ja mehr als 2 Millionen Fahrgäste, die pro Jahr auf der Finchgau-Bahn eben transportiert werden. Sie wird derzeit elektrifiziert.
Die Finnskapbahn hat nur ein großes Problem. Sie endet in Malz. Als Stumpfgleis sozusagen, weil eben diese Rechenbahn nie fertig gebaut wurde. Und es gibt seit Jahren auch Initiativen und Versuche, diese Rechenbahn weiterzubauen. Einerseits in die Schweiz, andererseits aber auch nach Landeck. Und wir haben uns all diese Projekte einmal ein bisschen angesehen und sind zum Schluss gekommen, dass die Anbindung an Landeck die idealste Variante wäre. Warum? Weil sie zum einen natürlich eine schnelle Verbindung an internationale Bahnlinien bringen würde. Die Arlbergbahn in Landeck bietet ja Verbindungsmöglichkeiten nach Deutschland, in die Schweiz und so weiter. Sie hätte aber auch die Möglichkeit direkter Anschlussverbindungen, sei es in Daufers, aber auch in Tösens, in die Schweiz hinein an die rätischen Bahnen. Und aus all diesen Gründen haben wir bereits im Landtag einmal eine Initiative zur Fertigstellung dieser Rechenbahn gestartet, sind dort auf sehr große Zustimmung gestoßen. Der Südtiroler Landtag hat sich einstimmig über alle Parteigrenzen hinweg für die Fertigstellung der Bahnlinie über den Rechen ausgesprochen. Und wir möchten jetzt auch auf regionaler Ebene dieses Projekt einer Lokalbahn über den Rechen eben sozusagen verstärken, weil wir der Überzeugung sind, dass das nicht nur für den Finchgau, für Südtirol, sondern für die gesamte Europaregion Tirol, auch für die gesamte Region Trentino-Südtirol einen enormen Mehrwert mit sich bringen würde. Und deswegen starten wir eine große Informationskampagne, um jetzt die Bevölkerung sozusagen davon zu überzeugen. Wir werden deswegen mehrere Projekte initiieren. Zum einen haben wir mal eine Plakataktion. Sie sehen hier dieses Plakat zur Rechenbahn, das wir bewusst im Stile der großen historischen Bahnplakate gestaltet haben. Sie sehen im Hintergrund jetzt gerade dieses Bahnplakat zur Brennerbahn. Um die Jahrhundertwende haben alle großen Bahngesellschaften Künstler damit angestellt, Bahnplakate zu erstellen, um für ihre Bahnen eben zu werben. Und im Stile dieser Bahnplakate haben wir jetzt eben auch ein Plakat für die Rechenbahn entworfen, das all das beinhaltet, worum es geht. Es geht um ein modernes Verkehrsmittel, es geht um die touristische Nutzung, es geht natürlich auch um die Vermarktung. Sie sehen den Rechen, Sie sehen im Hintergrund den Ortler, Schloss Landeck, also diese Verbindung zwischen Nord- und Südtirol, all das soll damit hineinfließen. Begleitend dazu wird eine Informationsbroschüre verteilt. Diese Informationsbroschüre, die Sie vor sich liegen haben, beinhaltet ein bisschen einen geschichtlichen Rückblick über die Rechenbahn, aber natürlich auch einen Ausblick über diesen Mehrwert, den diese Rechenbahn bringen würde, weil wir davon überzeugt sind, dass das eben eine Aufwertung für die gesamte Region wäre. Wir werden begleitend dazu auch eine Bahntour im ganzen Finchgau machen, bis nach Nauders. Sie sehen, wir haben dazu ja eine eigene Bahnkulisse sozusagen uns gestaltet, auf der ebenfalls ein bisschen die Informationen zur Geschichte, aber auch zur Zukunft der Rechenbahn eben aufgezeigt sind. Sie sehen hier mehrere Fotomontagen der Rechenbahn, sei es wie sie eben aus dem Eisenbahntunnel, aus dem bestehenden Eisenbahntunnel in Landeck herausführt. Sie sehen eine Fotomontage der Rechenbahn vor dem Kirchturm in Graun oben, aber Sie sehen auch eine Fotomontage der Rechenbahn vor der Seilbahnstation des Skigebietes in Nauders, weil auch das diesen touristischen Mehrwert bringen würde. Wir haben ja hier dieses positive Beispiel der Bussertalbahn, die ja bereits die Skigebiete eben an die Eisenbahn anschließt, und genau so etwas schwebt uns eben für die Rechenbahn vor. Und für diesen touristischen Mehrwert, den diese Bahn eben bringen würde, bitte ich jetzt meine Kollegin Miriam Arzt-Dammerle, das Ganze ein bisschen unter diesem touristischen Aspekt zu beleuchten. Bereits einige Punkte angesprochen wurden, eben gerade eben auf den touristischen Aspekt, haben wir bereits Erfolgsmodelle in Südtirol. Eines ist im Bustertal eben das Erfolgsprojekt, eben, dass dort eben die Bahn eben auch die Skigebiete mit anfährt und dass dort eben auch der große Nutzen davon ist, dass eben Personen eben nicht nur mit dem Auto zu den Skigebieten hin können, sondern eben, dass hier eben diese Skigebiete direkt an die Buslinien angebunden sind und man so eben autofrei eben auch in diese Gebiete kommt. Was gerade im Bustertal eine große Bedeutung hat, wo man ja tagtäglich gerade jetzt in dieser Zeit eben wieder von großen Staus, auch bereits zu frühen Stunden am Morgen eben hört, dass es eben zu großen Staus kommt. Und dadurch ist es eben absolut wichtig, dass eben in der Region, nicht nur in Südtirol alleine, sondern generell die Anbindung in der Region, aber auch in der Europaregion Tirol eben hier mit der Bahn ausgebaut werden, um hier diese Staus eben zu vermeiden, zu minimieren und eben auch das Komfort für Touristen, aber auch für die Pendler intern innerhalb Tirols sozusagen viel angenehmer zu gestalten, zur Arbeit zu kommen, aber auch Ausflüge eben in der Freizeit tätigen zu können.
Nicht nur eben im Bustertal ist dieses Erfolgsrezept, wo eben die Skigebiete angebunden sind, sondern wir sehen es bereits im Finchgau, wo ja jetzt mit der Finchgaubahn eben auch der Radtourismus in den letzten Jahren ganz stark zugenommen hat. Aber nicht nur der Tourismus, sondern auch unsere eigenen Schulklassen oder auch andere Ausflüge von Jugendlichen werden mit dem Rad unternommen. Und eben gerade dieses Angebot, dass man mit dem Rad, mit der Bahn sozusagen im Finchgau unterwegs sein kann, wo das Ganze auch einem sehr guten Konzept eben auch gemacht ist, wo dann eben auch die Räder wieder auf die Bahn aufgeladen werden können und wieder an den Ausgangspunkt zurückgebracht werden können. Und das sind alles Modelle, die ja bereits bestehen und die gilt es eben hier einfach noch besser auszubauen, ein Gesamtkonzept sozusagen daraus zu machen, eine Anbindung eben an die gesamte Region, an die gesamte Europaregion Tirol, aber eben auch darüber hinaus, eben wie bereits gesagt wurde, durch die internationale Anknüpfung eben auch an die Schweiz, Richtung Zürich sozusagen, wo es dann um internationale bessere Vernetzungen der Bahn, aber auch der Flughäfen geht, aber auch in die Richtung von Wien, wo man dann auch sagt, man hat auch dort verschiedene Anbindungsmöglichkeiten über die Bahn, aber auch über die Flughäfen. Deshalb, wie wir auch in den letzten Tagen bereits im Südtiroler Radio, im Rundfunk, in den Medien gehört haben, zielt man auch in Südtirol immer mehr darauf ab, hier eben als Alternative zum Auto die Bahn auszubauen. Die Bevölkerung hat ganz klar eben Nein zum Flughafen von Bozen gesagt, auch zu einem weiteren Ausbau, zu einer größeren Vergrößerung. Und wenn man eben auch im Anbetracht der Sache, dass Verona eben den Flughafen ausbaut und vergrößert, muss man eben hier schauen, diese Anbindungen für die Zukunft einfach viel besser auszubauen und das eben sozusagen für uns in Südtirol, aber auch innerhalb der Region, nicht der Zug abfährt und wir dann hinterherhinken, sondern hier muss man eben bereits jetzt eben diese Möglichkeit nutzen, diese Anbindungen ausbauen, denn besonders im Tourismus ist es wichtig eben hier, wo man eben immer wieder eben diesen Nachteil sieht, dass wir überall verstopfte Straßen haben, aber nicht nur durch den Tourismus verursacht, sondern eben auch, wir haben auch Pendler, beispielsweise im Überetsch, wo es ja über 20.000 Pendler tagtäglich sind, die eben hier ein- und ausfahren müssen und das manchmal sogar viermal täglich, eben um diese Strecke zurückzulegen und immer wieder eben einem großen Stau und Zeitverlust und nervenaufreibenden Situation ausgesetzt sind. Und um diesen negativen Seiten einfach hier eine Alternative zu bieten, ist es absolut wichtig, eben, dass hier der Bahnverkehr ausgebaut wird. Eben wie bereits gesagt, hier eine Anbindung eben an die Skigebiete eben Heideralm, Schöneben, Nauders, Saffaus oder eben auch Vendels. Eben auch hier könnte eben hier das gerade genutzt werden, um hier genau das Konzept, wie es bereits im Bustertal besteht, auch auf dem Finchgau beziehungsweise eben auch an die Anbindung eben Tirol-Schweiz eben ausgebaut zu werden. Aber eben auch das obere Gericht, das obere Finchgau eben, würde hier an internationale Anbindungen eben angeknüpft werden, wo eben zum einen die Erreichbarkeit von Südtirol nach außen, eben von der Region nach außen eben, hier gewährleistet wäre, aber auch die Erreichbarkeit in die Tourismusregion eben herein und eben auch die internationale Anbindung, sowohl für Pendler, für Schüler, für Jugendausflüge von Jugendherbergen, aber auch eben für den Tourismus hier einfach besser anzubinden und eben zu stärken. Denn gerade durch die Bahn, das wäre für die Zukunft ein umweltfreundliches, eben ein nachhaltiges Modell eben für die Zukunft, das eben nicht so schnell eben aus der Mode kommt, sondern eben, wie man bereits eben auch gerade in der Schweiz durch die Anbindung des Finchgaus, des Burggrafenamts, wo ja bereits jetzt die Nutzung der Bahn in der Schweiz ganz stark eben vertreten ist und auch das könnten wir uns eben von Nutzen machen. Und hier dürfen wir einfach eben diesen Anschluss nicht versäumen, sondern müssen auch hier eben von Südtirol aus, von der Europaregion aus, aber auch von der Region aus einfach, müssen wir diese Anbindung eben auch schaffen und dürfen das nicht versäumen, um eben auch für die Zukunft, sowohl für die einheimische Bevölkerung, aber auch für den Tourismus, hier eine starke und zukunftsträchtige Verbindung zu haben. Ja, danke schön mir. Ja, ich habe es heute selber erlebt bei der Anfahrt nach Bozen, also verstopfte Straßen von Arndal bis Bozen. Also was hier
also wirklich man sich einsetzen muss, dass hier der Verkehr entflechtet wird, auf alle Fälle. Und hier bietet sich natürlich der Bahnverkehr bestens an, dass man den ausbaut. Der Beschlussantrag für den Regionalrat haben wir eingereicht. Wir haben den unterteilt eben in den Prämissen und den beschließenden Teil. In den Prämissen sind wir eingegangen auf die Historie eigentlich des Bahntourismus und der Bahn, des Bahnverkehrs. Kollege Knoll hat hier schon einige Beispiele angebracht. Also im Anfang des 20. Jahrhunderts wurden hier wirklich bahnbrechende sozusagen Projekte durchgeführt über den Brenner und das Bustertal und im Anschluss natürlich auch die ganzen Zulaufstrecken, Finchgau und so weiter. Und im Laufe des Ersten Weltkrieges wurde das nochmal forciert aufgrund der militärischen Erfordernissen. Zum Beispiel die Grödner Bahn wurde da damals gebaut. Nach dem Ersten Weltkrieg ist dann natürlich Straße und das Auto immer mehr in den Vordergrund gerückt, der Bus auch. Und heute natürlich erinnert man sich mit Wehmut an diese glorreiche Bahnzeit zurück. Und man versucht jetzt natürlich teilweise hier wieder Investitionen zu machen, Finchgauer Bahnelektrifizierung oder Bustertaler Bahn, wo wirklich ein tolles Projekt ist, wo die Skigebiete direkt angeschlossen werden und so weiter. Also man sieht hier, es gibt eine Renaissance im Bahnverkehr und diese müssen wir nutzen und da wollen wir auch den Regionalrat einbinden und deshalb haben wir hier diesen Beschlussantrag eingereicht und im beschließenden Teil fordern wir eben, dass sich auch der Regionalrat, also nach dem Landtag, der es hier ja mehrheitlich oder absolut zugestimmt hat, dass sich auch der Regionalrat hier dafür ausspricht, unter enger Einbeziehung auch der Bevölkerung, dass man hier Werbung macht, dass auch die Bevölkerung hier eingebunden wird und dass hier eben dieses neue Mobilitätskonzept auch in unserem Sinne umgesetzt wird. Soweit dieser Beschlussantrag. Also wenn Fragen sind, sind Sie eingeladen, diese jetzt zu stellen. Vielleicht, was man noch ganz kurz dazu erwähnen kann, in der Broschüre ist es auch abgebildet, für die gesamte Bahnstrecke gibt es bereits Baupläne. Also das ist alles bereits einmal durchgeplant worden, es sind teilweise Grundstücke sogar schon abgelöst worden, die sich heute im Besitz der Straßenverwaltung befinden, weil man eben in den 50er und 60er Jahren die Eisenbahngründe dafür verwendet hat, die Straße auszubauen. Es gab ja mal in den 70er Jahren dieses Projekt einer Schnellstraße Ulm-Mailand, die über den Rechen geführt hätte. Das wäre im Grunde genommen nichts anderes als eine Schnellstraße oder eine Autobahn über den Rechen gewesen. Die hat man auch bereits begonnen zu bauen. Das Projekt ist dann aber zum Erliegen gekommen und man hat Teil dieser bereits ausgebauten Strecke wieder zurückgebaut. Das heißt, neben der bestehenden Straße befinden sich heute Streifen, die planiert sind, die Brückendurchlässe haben, die Fundamente haben, die für die Schnellstraße angedacht gewesen wären, die man heute nicht verwendet, die aber als Bahntrasse benutzt werden könnten, ohne dass man große neue Gründe eben dafür enteignen müsste und so weiter. Der einzige Abschnitt, der neu konzipiert werden müsste, wäre der Abschnitt vom Reschenscheideck bis ungefähr nach St. Valentin, weil dort natürlich der Reschenstausee gebaut wurde und die Bahntrasse natürlich auf dem Grund des Reschensees heute verlaufen würde. Also diesen Abschnitt müsste man neu konzipieren, hätte aber auch den Vorteil, dass man sozusagen die Südrampe über die Malzer Heide weiter zurückverlegen könnte. Das heißt, man könnte grundsparend, ohne wie das ursprünglich vorgesehen wäre, große Kehrschleifen über die Malzer Heide zu machen, einfach die Bahntrasse weiter zurückzuverlegen, die Südtrasse, und sozusagen mit einem Tunnel ein bisschen weiter hinten zu beginnen und so ohne große eben Schleifen direkt in den Bahnhof von Malz einzufahren und würde im Grunde genommen damit die Strecke verkürzen und auch noch Grund sparen. Und ich glaube, wir sind uns natürlich schon bewusst, dass das ein Projekt ist, das man nicht von heute auf morgen umsetzen kann, das sicherlich auch viel Geld kosten wird. Aber wenn man sieht, wie viel in den Bau von Umfahrungsstraßen, wie viel in den Bau von beispielsweise in den Skigebieten, von Seilbahnverbindungen, wie viel in Flughafen und so weiter investiert wurde. Wenn man dieses Geld in eine Eisenbahnverbindung investieren würde, wir sehen am Projekt der Finchgaubahn, die man ja auch im Grunde genommen von null auf wieder hat neu aufstellen müssen, wie erfolgreich derartige Lokalbahnen sein können. Und wir sind der Überzeugung, dass auch die Reschenbahn eine solche Erfolgsgeschichte hinlegen könnte. Denn Tirol war einmal ein Bahnland und zu einem solchen Bahnland wollen wir Tirol wieder machen.